Köln feiert das erste Doppelte der Bundesliga. Nach zuletzt 3 Unentschieden, jeweils 1,1, gewinnt der erste FC Köln vor einer Rekordkulisse gegen den tabellenletzten Greuther für 3,1. Erstmals nach Ende der Geisterspiele durften am Freitagabend wieder 40.000 Zuschauer ins Rhein-Energie-Stadion. Und die kamen auch, ausverkauft unter Corona-Bedingungen. Doch zunächst sieht es nicht nach einer Kölner Party aus. 7. Minute, nach einem Einwurf kommt der Ball über Tillmann zu Meierhöfer, der halbrechts alleine vor Horn auftaucht und den Kölner Torwart mit einem überlegten Flachschuss donnelt, die frühe 1,0, Führung für das Kleeblatt. Die Kölner haben in der ersten Halbzeit zwar mehr vom Spiel, doch Fürth attackiert den FC immer wieder früh und hat das 2,0 auf dem Fuß. 32. Minute, Doppelchance und Doppelpfosten. Dudziak hat im Kölner Strafraum freie Schussbahn, scheitert aber am Aluminium. Auch den Abpraller setzt. Der Neuzugang kam vor der Saison vom HSV, aus spitzem Winkel nur an den Posten. Doppeltes Alu, Pech für Fürth. Nach der Pause dreht Köln dann mächtig auf, und die Partie innerhalb von 5 Minuten. Erst erzielt Andersson nach Vorarbeit von Schmidt den Ausgleich, 50. Dann drücken CZECHOS und Schiri den Ball gemeinsam mit der Hüfte zum 2,1 über die Linie. 55. Das erste Doppelte der Bundesliga. Kurios, der Kölner Stadionsprecher sagt beide Spieler auch als Torschützen durch. Offiziell wird der Treffer Schiri zugeschrieben. Und der stellt dann in der 89. Minute auch Bergkonte auf den 3,1, Endstand. Köln gewinnt damit erstmals seit 2017 wieder ein Spiel am Freitagabend und setzt sich in den oberen Tabellenregionen fest. Fürth bleibt weiter mit nur einem Punkt sieglos Tabellenletzter.